Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 121 Schützende Hände, zweiter Teil. Am nächsten Morgen wurde Harry von einer Eule überrascht, die ihm ein Päckchen brachte. Fred und George schickten ihm manchmal einen Prototyp von ihren Ideen und wollten dazu Harrys Meinung wissen. So war es auch dieses Mal. Er staunte nicht schlecht, als sein Blick auf ein feuerrotes Auto fiel. Es handelte sich um einen Jeep, der so groß war, dass man ihn nur mit beiden Händen packen konnte. Dazu gab es eine Fernbedienung und anhand des Schreibens der Zwillinge erfuhr er, dass es eine magische Steuervorrichtung war. Als Ginny sein kindisches Grinsen wahrnahm, konnte sie nur den Kopf schütteln. Begann Harry, teste vor dem Frühstück nur mal eben die neuen potenziellen Verkaufsschlager auf dem Gang, ja?« sagte Harry lausbübisch und gleich darauf war er auch schon mit dem Auto und der Fernbedienung zur Tür hinaus. Harry stellte das Auto auf den Boden, tippte einmal mit seinem Zauberstab die Fernbedienung an und schon konnte er mit dem Wagen losdüsen. Es gab nur einen großen Unterschied zu normalen Muggelmodellen, denn dieses hier konnte atemberaubende Stunts vollführen, die auf magische Weise ermöglicht wurden. Er ließ das Auto manchmal auf nur zwei Rädern fahren, sorgte dafür, dass es Rampen hinauffuhr und sich gleich darauf mehrmals überschlug. Derweil rannte dem roten Wagen ein begeistertes Kind bis in die Eingangshalle hinterher, die er um diese Zeit noch für sich allein hatte. Das Suchen des Antriebs und das Quietschen der Räder ließen Harrys Augen fröhlich funkeln, bis das Auto an einem schwarzen Schuh abprallte, dessen Besitzer daraufhin auch noch anfing zu zetern. »Können Sie nicht aufpassen? Was ist das überhaupt?« »Tut mir leid, Severus. Es ist ein ferngesteuertes Auto von den Zwillingen. Die wollen es auf den Markt bringen, aber vorher wollen sie meine fachkundige Meinung einholen«, sagte Harry übertrieben stolz, während er zur gleichen Zeit mit den Hebeln den Rückwärtsgang des Modellautos betätigte, um sich vor Severus' Füßen in Acht zu nehmen, falls die nach dem Wagen treten sollten. Severus gesellte sich zu Harry und betrachtete wortlos eine Weile, wie Harry vergnügt den Wagen lenkte, merkte sich dabei, wie Harry mit der Steuerung umging, bis er sagte, Da vorne ist Mrs. Norris. Und was wollen Sie mir damit sagen, Severus?« fragte Harry ahnungslos, der sich nicht vorstellen konnte, dass sich sein Kollege Sorgen wegen eines Rüffels von Filch machen könnte. Selbst wenn an den Stellen, an denen er das Auto mit quietschenden Reifen hatte wenden lassen, schwarze Spuren auf dem Marmorboden zu sehen waren. Severus antwortete nicht, sondern nahm seinem Kollegen einfach die Fernbedienung aus der Hand. Ein paar Mal fuhr er hin und her, bis er mit der Steuerung einigermaßen vertraut war. Und dann, zu Harrys Erstaunen, lenkte er den Wagen in Richtung Mrs. Norris, die beim Anblick des roten Flitzers erschrak und sofort davonsprintete. Severus mit dem Wagen hinterher. Fassungslos und mit weit aufgerissenen Augen betrachtete Harry den Wagen und er musste lachen, als die Katze einen Satz nach oben machte, über das Auto hinweg und in die entgegengesetzte Richtung davonlief. Severus wendete den Wagen mit quietschenden Reifen und fuhr erneut hinterher. Mrs. Norris maunzte laut, bevor die Stimme von Filch zu hören war, der hinter einer Ecke auftauchte und das Tier in seine Arme nahm. Severus drückte die Fernbedienung an Harrys Brust und ließ einfach los, sodass Harry sie aus reinem Reflex festhielt. Filch blickte sich in der Eingangshalle um und erblickte Harry mit der Fernbedienung. Danach betrachtete er das nun bewegungslose Auto auf dem Boden,
welches Mrs. Norris gejagt hatte. Wut entbrannt kam Filch mit Mrs. Norris im Arm auf Harry zu. Severus würdigte er keinen Blickes. Professor Potter, wie können Sie es wagen, das arme alte Tier so zu hetzen? Als Lehrkraft hätte ich vermutet, Sie wären langsam Herr über Ihr kindliches Verhalten. Aber offensichtlich habe ich mich da geirrt. Harry öffnete den Mund, um sich zu rechtfertigen. Doch Filch ließ ihn nicht zu Wort kommen, sondern drohte. Das wird ein Nachspiel haben, Professor Potter. Ich werde mich beim Direktor über Ihre Späßchen beschweren und ich werde verlangen, dass Sie dafür bestraft werden. Mit großen Augen hatte Harry die Rüge über sich ergehen lassen, auch wenn es gar nicht sein Verschulden gewesen war. Severus hätte diesen Ranzer abbekommen müssen, doch der sagte nichts. Endlich fand Harry seine Stimme wieder und sagte aufgeregt: Hören Sie, Mrs. Filch hat auch gar keinen Schaden davongetragen. Filchs Augen formten sich zu engen Schlitzen, bevor er mit vor Zorn verzerrtem Mund und mit sehr feuchter Aussprache leise, aber dennoch erbost tadelte. Und dass Sie es dann auch noch wagen, mich zu beleidigen, Professor Potter. Erst in diesem Moment fiel Harry sein Fauxpas auf, dass er die Katze Mrs. Filch genannt hatte. Peinlich berührt kniff er die Lippen zusammen und überlegte, ob eine sofortige Entschuldigung die Situation vor einer Eskalation bewahren könnte. Doch es war bereits zu spät. Filch war stinksauer und verließ die beiden, während er Mrs. Norris an sich drückte und ihr gut zuredete, um sie zu beruhigen. Nachdem Filch die Eingangshalle verlassen hatte, hörte Harry ein brummendes Geräusch und als er neben sich blickte, sah er Severus leise lachen. Sie können außerordentlich niederträchtig sein, wenn Sie möchten, Harry, sagte sein Kollege mit einem frechen Funkeln in den braunen Augen. Ich? Sie meinen wohl sich selbst. Sie haben seine Katze gejagt und ich bekomme dafür einen Anschiss? Fragte Harry fassungslos. Achten Sie auf Ihre Aussprache, schalt ihn Severus. Völlig verdattert blickte Harry seinen Kollegen an, bevor es aus ihm heraussprudelte. Wenn einer von uns beiden niederträchtig ist, dann sind es ja wohl Sie. Ich dachte, Sie wären mein Freund. Beruhigend versicherte Severus. Ach, Sie werden schon mit so einer Situation fertig werden, Harry. Ich möchte mich bei Ihnen auf jeden Fall für dieses sehr amüsante Intermezzo bedanken. Jeder Tag sollte so beginnen, meinen Sie nicht? Severus grinste noch immer und zog belustigt eine Augenbraue hinauf, während er Harry in die Augen blickte. Einen Moment später drehte er sich und ging in Richtung große Halle, wo er mit Sicherheit als einer der Ersten das Frühstück genießen würde. Kommen Sie auch frühstücken? Fragte Severus mit freundlicher Stimme. Ich bringe lieber erst das Auto weg, erwiderte Harry etwas betreten. Den ganzen Tag über, wenn Harry während der Pausen auf dem Hof oder in der großen Halle auf Filch getroffen war, hatte er dessen verachtende Blicke auf sich gespürt, die Harry jedes Mal beschämt das Haupt hatten senken lassen. Er wollte wirklich nicht das suggerieren, was er mit seinem Ausrutscher gesagt hatte. Am Anfang der letzten Unterrichtsstunde kam eine Schülerin an sein Pult und überreichte ihm eine Nachricht. Mit zittrigen Händen öffnete er den Zettel, um die ihm vertraute Handschrift von Albus zu lesen, der da schrieb: Lieber Harry, komm doch heute bitte nach dem Unterrichtsschluss in mein Büro. Liebe Grüße, Albus. Er fühlte sich momentan wie ein Schüler, der mit dem Schlimmsten rechnen müsste. Aber das Gemeine war daran, dass ihn nicht einmal die Schuld traf. Dafür würde er es Severus irgendwie heimzahlen, dachte sich Harry. Natürlich nicht so bösartig, dass sein Kollege einen Schaden erleiden würde, aber irgendwie würde er sich schon zu revanchieren wissen. Das Gespräch mit Albus war, wie er es eigentlich hätte erwarten müssen, sehr entspannt verlaufen.
Harry hatte für die Gesamtsituation mit Filch Reue gezeigt und versicherte, dass Mrs. Filch ihm unbeabsichtigt und ohne böse Hintergedanken einfach rausgerutscht sei. Weil er es seit seiner Schulzeit nicht mehr gewohnt war, vom Hausmeister so grob angesprochen zu werden und ihn das verwirrt hatte. Die Strafe, die Harry bekommen hatte, bestand lediglich daraus, an diesem Wochenende die Schüler nach Hogsmeade begleiten zu müssen, was in Harrys Augen nicht wirklich eine Strafe war. Und da kam ihm plötzlich die Idee, wie er sich an Severus rächen könnte, und so teilte er Albus seinen Vorschlag mit. In den Kerkern war Severus bereits mit Hermine dabei, ein Testkonzept für ihren Farbtrank zu erstellen, als er es an die Tür klopfte. »Herein«, sagte Severus laut. Nachdem die Tür sich geöffnet hatte, trat Harry ein und er rückte gleich mit der Sprache heraus. »Ich bin wegen heute früh zu Albus zitiert worden.« »Und?« wollte Severus mit einem nur schwerlich unterdrückten Lächeln wissen. »Ich muss am Samstag mit nach Hogsmeade gehen«, erklärte Harry. Etwas verdutzt warf Hermine ein. »Aber darauf freust du dich doch schon die ganze Zeit. Endlich mit Ginny zusammen.« Unterbrechend stellte Harry richtig, »Ja, schon. Aber das muss Albus ja nicht wissen.« An Severus gewandt, sagte er, »Ein weiterer Lehrer fehlt ihm, für den Ausflug übrigens noch. Weil die meisten sich wohl nicht gerade darum reißen, sind wir erst drei.« Belustigt erklärte Severus, »Es ist viel leichter, einen Sack Flöhe zu hüten. Die Schüler, wenn sie erst einmal den Honigtopf hinter sich gebracht und die Mengen an Zucker verschlungen haben, sind so dermaßen überdreht, dass kein Lehrer sich dem freiwillig aussitzen möchte.« »Ist das so? Naja, ich habe Albus auf jeden Fall gesagt, dass es Ihnen sicherlich eine Freude wäre, mit mir zusammen an diesem Samstag den Hogsmeade-Ausflug zu betreuen«, sagte Harry, bevor sich ein teuflisches Grinsen auf seinem Gesicht abzeichnete. »Sie haben was?« »Sie haben richtig gehört. Albus hat Sie auf mein Anraten hin für Samstag in den Plan eingetragen. Und wissen Sie was, Severus? Ich freue mich schon richtig darauf«, sagte Harry hämisch lächelnd. »Wir sehen uns. Viel Spaß noch!« Eine ganze Weile starrte Severus noch auf die Tür, die Harry schon längst von außen geschlossen hatte, als er neben sich die sanfte Stimme seiner Schülerin hörte, die ihn fragte, »Habe ich irgendetwas verpasst?« Von der nicht erwarteten Retourkutsche noch ganz baff drehte sich Severus zu Hermine und erklärte, »Wie es aussieht, erhalte ich nur eine gerechte Strafe.« Er seufzte, bevor er noch anfügte, »Und wie Sie eben gehört haben, werden wir am Samstag erst spät am Nachmittag mit der Arbeit beginnen können, weil mein Vormittag anderweitig verplant worden ist.« Seine Papiere zusammensuchend, suggerierte er, »Wir sollten unsere Arbeit in mein Büro verlegen. Es handelt sich momentan ja nur um Schreibkram.« In seinem Büro winkte er sie unerwartet an sein Schreibpult hinüber, bevor er mit einem Aufrufezauber auch einen Stuhl herbeirief. Sie setzte sich und betrachtete die Dinge auf der Arbeitsfläche. Es war aufgeräumt, auch wenn so viel auf dem Pult herumlag. Da waren noch nicht korrigierte Aufgaben der Schüler an der rechten Ecke gestapelt, während links ganz in ihrer Nähe persönlichere Schreiben und Arbeiten auf einem Haufen lagen. Darunter auch, das konnte sie erkennen, ein Brief vom Ministerium und unter dem einer, der von Linda sein musste, denn sie konnte die Hälfte der Adresse in Lindas Handschrift erkennen. Den Brief vom Ministerium nahm Severus unverhofft vom Stapel, womit er Lindas Brief freilegte. Er zog ein Blatt Pergament heraus und hielt es Hermine vor die Nase. »Ihre Bestätigung für das Patent. Bewahren Sie es gut, Hermine«, sagte er mit warmer Stimme. »Und was muss ich deswegen noch machen?« wollte sie wissen. Mit Hilfe des zweiten Blattes Pergament, das der Bestätigung beilag, beantwortete er ihre Frage. »Hier ist eine Auflistung vom Ministerium für die geforderte Wirkungsbestätigung Ihres Trankes. Man fordert eine genaue Auflistung der Zutaten und der Zubereitungsart,
darüber hinaus die Ergebnisse von mindestens 3 Tests. Hier steht beschrieben, was noch beachtet werden muss. Wie lange haben wir dafür Zeit? Fragte sie besorgt, denn möglicherweise müsste sie sich sputen, um ihre Ziele bewältigen zu können. Schmunzelnd antwortete ihr, dass sie über ein Jahr Zeit hätten, was vollkommen ausreichend wäre, um mit Resultaten imponieren zu können. Sie riss die Augen auf. Ein Jahr? Das ist viel Zeit. Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns jetzt überwiegend um ihren Trank, damit sie bald von ihrem Erfolg profitieren können. Schlug er vor. Hermine stutzte und fragte verdattert. Und was wird aus meiner Ausbildung bei Ihnen? Was wollen Sie denn noch lernen? Ich habe nicht einmal ein Jahr bei Ihnen rum. Der Vertrag geht für 3 Jahre. Hielt sie ihm vor Augen. Er nickte verständnisvoll, erklärte jedoch. Alles, was vom Ministerium für die Prüfung zur Zaubertränkemeisterin verlangt wird, beherrschen Sie. Das ging ein wenig schnell, finden Sie nicht? Haben Sie die Richtlinien vom Ministerium zur Hand? Ich würde gern mal nachschauen, sagte sie. Wenn es unbedingt sein muss? Sie sind in meinem privaten Raum unter Verschluss. Ich werde sie gern holen, bot er an und sie nickte, woraufhin er sich erhob und sein Büro verließ. Auf einmal sah sich Hermine mit der Möglichkeit konfrontiert, einen Blick in Lindas Brief werfen zu können. Sie war neugierig darauf, wie ein Briefwechsel mit Severus aussehen könnte. Das Schreiben lag genau vor ihr. Sie brauchte nur den Arm auszustrecken und schon würde sie es in der Hand halten. Um der Versuchung zu widerstehen, stand Hermine auf und ging ein paar Schritte um das Pult herum, an welches sie sich mit ihrem Gesäß anlehnte. Mit verschränkten Armen wartete sie mit zur Tür gerichtetem Blick auf Severus, der gerade mal ein paar Sekunden weg war. Oder war es schon eine Minute? Zeit genug hätte sie, einen Blick hineinzuwerfen, dachte sie. Und dann, sie konnte es gar nicht aufhalten, drehte sie sich um, griff nach dem Brief. In Windeseile hatte sie das Schreiben entfaltet und las die Zeilen, die in sauberer Handschrift verfasst worden waren. Lieber Severus, las Hermine in Gedanken und sie fragte sich, wie innig das Verhältnis der beiden aufgrund dieser Anrede wohl noch oder wieder sein würde. Wortlos las sie für sich selbst weiter. Es ist schade, dass du keine Zeit findest. Ich würde mich gern mal mit dir treffen, aber ich verstehe, dass dein Terminplan überfüllt sein muss. Immerhin bist du Lehrer und hast zudem noch eine private Schülerin, die auch etwas lernen möchte. Desto mehr freue ich mich, dass du einem Briefkontakt zugestimmt hast. Ich habe... Innehaltend konzentrierte sich Hermine auf das plötzliche Gefühl, beobachtet zu werden, und sie schloss reuevoll die Augen, weil sie ahnte, dass Severus hinter ihr stehen würde. Sie genießen jede freie Minute, um ihre Nase in meine Angelegenheiten zu stecken, nicht wahr? Hörte sie seine leise Stimme fragen. Er stand direkt hinter ihr, wie sie es vermutet hatte. Seufzend atmete sie aus. Mit leicht zittrigen Fingern faltete sie den Brief und steckte ihn ordentlich wieder in den Umschlag, bevor sie ihn auf den Stapel zurücklegte. Ihr Blick fiel auf ein Lineal, das auf dem Pult lag. Sie nahm es, drehte sich zu ihm um und reichte es ihm. Etwas verblüfft nahm er es entgegen, war jedoch offensichtlich unsicher, was er damit anstellen sollte. Mit schuldgeplagtem Gesichtsausdruck schaute sie ihm in die Augen, bevor sie ihre Unterarme anwinkelte und sie ihm die Hände mit den Handflächen nach unten präsentierte. Erst jetzt verstand er, was sie ihm zu verstehen geben wollte. Er brachte sich in Position, indem er sich im rechten Winkel neben sie stellte und mit dem langen Lineal ihre Finger berührte. Ich würde zu gern, sagte er schmunzelnd. Doch Albus hat mir erst vor kurzem zu verstehen gegeben, dass er körperliche Züchtigung nicht duldet. Es könnte mich meine Stelle kosten. Er legte das Lineal wieder auf seinen Platz und hielt Hermine das Schreiben vom Ministerium entgegen. Sie sind nicht wütend?
fragte sie unsicher, denn er schien sehr ausgeglichen. Wütend? Weil sie einen Brief angelesen haben, der oberflächlicher und inhaltsamer kaum noch sein kann? Nein, warum sollte ich? Ich hoffe, der Briefverkehr beschränkt sich irgendwann auf einen Brief pro Monat, was ich noch verkraften könnte, erklärte er gelassen. Außerdem hätte ich Vorkehrungen getroffen, wenn mir daran gelegen hätte, den Brief vor ihren Augen zu verbergen. Er schmunzelte, weswegen sie nur ein wenig erbost sagte. Sie haben damit gerechnet, dass ich... Sie können auch berechenbar sein, Hermine, unterbrach er sie, amüsiert. Aber nun zurück zur Arbeit. Lesen Sie den Anforderungen des Ministeriums und sagen Sie mir, ob es etwas gibt, bei dem Sie sich noch unsicher fühlen. Die Richtlinien des Ministeriums umfassten bestimmte Fertigkeiten, die ein Schüler vorweisen musste, bevor er offiziell geprüft werden würde, und alle genannten wies sie bereits auf. Warum ist der Vertrag denn für 3 Jahre, wenn ich in einigen Monaten schon alles gelernt habe? Fragte sie naiv. Sie, Hermine, haben bei mir nur Dinge gelernt, mit denen Sie zuvor noch nie in Berührung gekommen waren. Ihre Ausbildung im Mungos umfasste ebenfalls das Fach Zaubertränke, in welchem Sie etliche Verfahrensweisen im Umgang mit Zutaten bereits erlernt haben. Und Ihren Noten zufolge waren Sie die Klassenbeste. Ich gehe davon aus, dass Sie während der Zeit des Krieges nicht vom Brauen abzuhalten waren. Demnach waren viele Ihre Kenntnisse schon gefestigt, bevor Sie die Stelle bei mir angetreten haben. Aber warum musste ich einen Vertrag für 3 Jahre unterzeichnen? Wollte sie wissen. Weil man nur mit so einem Vertrag vom Ministerium geprüft werden kann. Sie können da nicht einfach hingehen und behaupten, Sie wüssten genug, um eine Prüfung abzulegen. Wäre das so leicht, hätte ich längst meine Prüfung als Legilimentica in der Tasche. Sie müssen bei einem Meister eine Lehre absolvieren. Das ging mir nicht anders, als ich bei Professor Slughorn meinen Meister gemacht hatte. Nach einem halben Jahr konnte er mir nichts mehr beibringen und ich habe bereits hier die Stelle als Lehrer für Zaubertränke angenommen, während der Vertrag mit Slughorn noch lief. Frühestens 1,5 Jahre vor dem eigentlichen Vertragsende können Sie Ihre Prüfung beim Ministerium beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen sogar noch früher. Natürlich nur mit meiner Einwilligung. So lange werden Sie weiterhin offiziell meine Schülerin sein, selbst wenn wir kaum oder gar nicht mehr zusammenarbeiten sollten, erklärte Severus gewissenhaft. Würden Sie einwilligen? Wir werden sehen, sagte er, während er sich auf seinen Platz setzte. Sie folgte ihm um den Tisch herum und nahm neben ihm Platz, bevor sie sich nochmals die Richtlinien für ihre Ausbildung bei Severus vor Augen hielt. Ein paar Dinge würde ich schon noch gern wiederholen, murmelte sie. Machen Sie eine Liste und wir gehen alles nochmal durch, worin Sie Ihre Kenntnisse optimieren möchten, versprach er. Wortlos legte er ihr ein leeres Blatt Pergament vor die Nase, bevor er vorschlug. Schreiben Sie aber jetzt erstmal mögliche Kandidaten auf, die sich für einen Test Ihres Trankes zur Verfügung stellen würden. 3 Zauberer, 3 Muggel, 3 Squibs. Wie Sie es bereits einmal erwähnt hatten. Vielleicht auch andere magische Wesen wie Elfen. Für die 3 Zauberer können wir auch die bisherigen Ergebnisse von Harry, Draco und Mr. Weasley nehmen. Zur gleichen Zeit, in welcher Hermine mit ihren Notizen begann, machte sich auch Tyler während der Fahrt eine Notiz, jedoch auf seinem Handy, um nicht zu vergessen, was er Hopkins alles mitteilen wollte. Mit einigen Zwischenstopps hatte die Gruppe von Flüchtigen die gut 480 Meilen von London nach Schottland bis zu Hopkins Festung endlich hinter sich gebracht. Vor dem für eine Festung recht zierlich wirkenden Gebäude hielt Alejandro an, bevor er zu Tyler sagte: Ruf ihn an, dass man uns aufmachen soll. Tyler folgte der nach einem Befehl klingenden Bitte. Nach einem kurzen Gespräch wurde ein schweres Tor geöffnet, sodass Alejandro einfahren konnte. In dem alten Gemäuer, welches sicherlich viele interessante Geschichten zu erzählen hatte, war Pablo noch nie gewesen. Er kannte es nur vom Hörensagen her. Es war ausgesprochen kühl, sodass er es kaum erwarten konnte, nach der langen Fahrt ein heißes Bad zu nehmen. Sein Vater zeigte ihm ein Zimmer,
und es war sehr ernüchternd, dass hier nur eine Ofenheizung vorhanden war. Dort findest du Feuerholz, sagte sein Vater, während er neben dem riesigen Ofen auf die gestapelten Scheite deutete. Du wirst das Zimmer selbst heizen müssen, wenn du es warm haben möchtest. Genau so sieht es auch mit dem Wasser aus. Kümmere dich drum, ich muss jetzt zu Robert. Pablo nickte, während er sich mit den Händen die Oberarme rieb, denn es war so kalt in diesem Zimmer, dass er seinen eigenen Atem sehen konnte. Nachdem sein Vater gegangen war, machte er sich gleich daran, den Ofen zu befeuern. Und er musste sich anfangs wegen des beißenden Rauchs nicht nur die Nase zuhalten, sondern sich auch die Augen schützen und trotz der bitteren Kälte das Fenster öffnen, bis er endlich einen Hebel am Rohr gefunden hatte, damit der Qualm vom Ofen über den Schornstein abziehen konnte. Als er sich heißes Wasser einlaufen lassen wollte, fand er einen alten Badeofen vor, den er auch per Hand beheizen musste, bevor er in den Genuss von heißem Wasser kommen konnte. Pablo seufzte und fragte sich, wo das alles noch enden würde. Alejandro war derweil in Roberts Büro angekommen und klopfte, doch er erhielt keine Antwort, obwohl er von ihm erwartet wurde. Nachdem er mehrmals geklopft hatte, öffnete er einfach die Tür und erschrak sofort, als er einen umgestoßenen Stuhl bemerkte. Hinter dem Stuhl lag Robert auf dem Boden. »Robert!« fragte Alejandro aufgebracht, während er zu ihm hinüberlief und sich neben ihn auf den Boden kniete. Es war ein wenig Blut zu sehen, welches aus der Nase gelaufen sein musste. Er berührte den am Boden liegenden an der Schulter und in diesem Moment erlangte dieser wieder das Bewusstsein. Robert schien verwirrt und fragte, wo er sich befinden würde, bis seine Gedanken sich geordnet hatten. »Was ist geschehen?« fragte Alejandro und half derweil dem Geschwächten vom Boden auf. Mit einer Hand wischte sich Robert das Blut von der Oberlippe und starrte das Rot auf seinen zitternden Handrücken an, bevor er leise murmelte. »Das sind die. Sie quälen mich mit ihrem Schadenszauber.« Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.